Willkommen zurück zu meinem Let's Play Hogwarts Legacy. Ich bin's natürlich wieder, eure Bum36, und wir machen spannend weiter. Was sollen denn mit dieser blöden Anzeige, wenn ich den Controller aktiviere, ey? So. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen mit OBS rumprobiert und hoffe, ich habe das Rauschen jetzt komplett wegbekommen. Aber das ist ja schon nervig. So, jetzt schaue ich gleich mal, ob er auch die Stimmen mit aufnimmt. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Du willst dich vorstellen. Das hilft gar nicht. Hallo, bleibst du mal stehen? Kann ich dir helfen? Hast du gesehen, wie sie am Ende... Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war schrecklich. Professor Fig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Okay, was meinst du? Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Okay. So, ich schaue jetzt mal kurz auch nach der Aufnahme. Moment. So. Okay, klappt's. Ich habe halt ein bisschen rumprobiert, um das Rauschen loszuwerden. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Und offenbar hat das Ganze funktioniert und man hört auch das Spiel und mich und das ist doch gut so. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Ups. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Fig hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Wir haben es auch so geschafft. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Offensichtliche Züge in Zauberschach. Alles klar. Liegst du viel? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Okay. Auf bald dann. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Sie verhält sich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ominous Gaunt. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin.
Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ich lege gerne einen Auftritt hin. Denkwürdig eher beängstigend. Ich nehme denkwürdig eher beängstigend. Ich wäre viel lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Dachtest du, dass du nach Slytherin kommst? Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Tauchen öfter Nixen von dem Gemeinschaftsraum auf? Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Okay. Hat Danke, mich gefreut. Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Du bist schon ein bisschen merkwürdiger Typ. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Okay. Kinder noch nicht alt genug für Hogwarts. Der eigene Vater als Schulleiter. Wenn Black nur die Befugnis hätte, auch die anderen Professoren auszuwählen, dann wären wir Muggelstämmige wie Garlic los. Als Professor mich neulich in der großen Halle angesehen hat, habe ich mein Frühstück wieder ausgespuckt. Ob er mir das verzeiht? Meine Eltern waren begeistert, als sie hörten, dass Black Schulleiter wird. Die haben mal ein merkwürdiges Gespräch drauf. Revelio. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich habe schreckliche Angst vor chinesischem Kaugummi. Ein Blattgemüse mit Zähnen erscheint mir extrem unnatürlich. Das Beste. Okay, die reden offenbar die ganze Zeit. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über ihre beruflichen Möglichkeiten. Okay. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Ja, wir haben ein Zauberbuch bekommen. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Okay. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio.
Kelpie-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimaten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann, gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Ein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Sammler Handbuchseiten in Hogwarts. 1 von 2. Okay, Handbuch. Wie öffne ich jetzt das Handbuch? Hier vielleicht? Nein. Oder was soll denn das immer... Ach da, okay. Das ist eine Zauberstufe. Die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü, um fortzufahren. Okay. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen erreichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Okay. Was ist raffiniert mit nicht? Der Truhe? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen, im Schloss und auch außerhalb. Folge Professor Weasley. Okay. Revelio. Ach ja, jetzt sind wir wieder beim Gemeinschaftsraum. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Nö. Okay, Karte öffnen. Hogwarts ist in 2 Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Große Treppe. Okay, wir sollen uns jetzt zur großen Treppe teleportieren. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Okay. Der Bibliotheksanbau. Ah. Ja. Haupthalle. Da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Okay. Von der Haupthalle Revelio. Aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss.
Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Erzählen Sie mehr über Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Was ist Verteidigung gegen die dunklen Künste? Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, in der Tat, oder das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, das ist nicht der Fall. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Sprich mit Professor Fick. Ich lerne gern in der Bibliothek. Aha! Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt. Darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umrunden. Die wir auch, glaube ich, tanzen lassen können. Irgendwo. Okay, dann halt nicht. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? In der Tat, Sir. Ich habe mein Bestes versucht.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent sie auch sind, denke ich, ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. Du kannst verfügbare Aufträge in der Karte verfolgen. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran. Schalte neue Features frei und gewählte EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Unterricht Zauberkunst. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okay. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Verzauberten Kompass wirken. Der verzauberte Kompass wird dich zu allem führen, was du verfolgst. Oh, cool. Okay. Revelio. Neulich sollte ich in Geschichte der Zauberei laut vorlesen. Okay, an die Seite komme ich noch nicht dran. Darf ich denn raus? Ja, darf ich. War hier nicht irgendwo eine Kiste? Okay, ich komme da nicht ran. Revelio. Da ist aber eine Seite. Weibrinbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Weibrins verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Weibrin von Wei, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay, ich habe eine neue Stufe anscheinend. Revelio. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Warum im Gemeinschaftsraum lernen? Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Doch. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora.
Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du etwas darüber herausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es hier noch mehr solche Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Vielleicht schaue ich es mir an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Handbuchseite. Ich wette, der Gemeinschaftsraum. Lenora? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Wie eine Motte zum Rahmen. Schließe Neben- und Beziehungsaufträge ab. Okay. Habe ich gerade nicht die Aufgabe aktiviert, die ich machen möchte? Aber jetzt wieder. Ich finde es so cool, dass das Buch dich auch noch hinführt. Oder man schaut halt die ganze Zeit auf den Kompass. Revelio. Das ist wieder so eins. Lumos. Okay. Hier scheint es scheint ja in der Nähe zu sein. Ist es vielleicht unten unter mir? Hm, das sind auf jeden Fall solche Bilder. Okay.
Revelio. Skelett eines Augori. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augri, ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigen. Lumos. Alles klar. Revelio. Ist es hier vielleicht? Ach, Peeves. Sehe aber auch hier jetzt nicht wirklich etwas, was zum Bilderrahmen gehört. Ich gehe noch mal nach oben. Okay. Nochmal flammen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Drüben vor der Mädchentoilette haben Sie etwas über den Plan aufgebrummelt. Hä? Geht's nochmal nach oben. Lumos. Muss ein Schmetterling sein, oder? Eine Katze. Nee. Hä? Ich hatte nie Probleme mit schwindenden Knollen. Ein weicher Zurückfluch reicht da aus. Mein Bruder hat mich mit fangzähnigen Geranien geärgert. Okay. Ausgewachsene, springende Knollen sind ziemlich kräftig. Hier hinten vielleicht? Schloss auf Stufe 2. Okay. Scheint auch nicht zu sein. Aber irgendwo muss es ja sein, das Ding.
Was hat die Truhe für ein Problem? Revelio. Handbuchseite. Dieses Gemälde von Ilios. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilios, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf von einer Armee von Dementoren und den schwarzen Magier Razidan rettete, indem er einen Mauspatronus beschwor. Okay. Die Kleine ist jetzt Lehrerin. Also ich finde den Ort nicht, wo das sein soll. Ich sehe aber auch keine Motte oder Schmetterling oder was. So ähnlich auch schon wie das Bild. Hier ist auch nichts an der Wand oder so. Nö. Dann gehen wir halt höher. Revelio. Da ist etwas. So weit oben hätte ich jetzt nicht erwartet. Schloss auf Stufe 1. Okay. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh. Hätte es auch einfach so machen können wie die Muggel. So, wo war das jetzt nochmal? Toll, jetzt habe ich das Ding und weiß jetzt nicht mehr, wo das Gemälde ist oder was. Was haben Sie jetzt vor? Da. Eine weitere Handbuchseite. Okay. Kann man die sich eigentlich durchlesen, diese Handbuchseiten? Hm.
Erscheinungsbilder. Inventar. Da, Handbuchseiten. Hogwarts Handschuhe. Okay. Gut, wo geht's denn zum Zauberkunstunterricht? Noch höher anscheinend, okay. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Warum müssen Sie... Revelio! Wir wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Noch mehr Katzen. Mega Power Trank. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Booth. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Das. Ein Kampf. Wie mutig und keck. War der Minister ein Booth oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Okay. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Boot und Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Warte mal. Fragezeichen... Doppelte Fragezeichen ist vielleicht das Pferd? Nee. Aber es könnte... Oh Gott. Es könnte vielleicht das hier sein. Ja, vielleicht so. Nö. Hä? Aha, es war also der Ziegenbock und das da. Also das kann man mit Erraten anscheinend rausfinden. Bücherstand, Sammlung aktualisiert. Okay. Festliche Samhain-Tracht. Revelio. Interessant, interessant. Schloss auf Stufe 1. Ja, Alohomora können wir leider noch nicht. Aber wir wollten ja zum Unterricht. Neulich saß jemand in unserem Gemeinschaftsraum, dem Dampf aus den Ohren, okay. Schauen wir mal hier oben. Was gibt's hier oben?
Revelio. Offenbar nichts an der Statue. Aber hier gibt es eine Handbuchseite. Wandteppich von Barnabas der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Oh Gott, okay. Zaubern. Astromiturm. Wieder mal auf Abenteuertour? Ganz bestimmt. Ui, da liegt was. Meine liebe Satyati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis des Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel wohlgemerkt. Soweit ich weiß und vorschlage, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich meine Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yanta Manta später in diesem Jahr. Es wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchrita. Okay. Revelio. Schloss auf Stufe 1. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Warum redet die ganze Zeit, ey? Revelio. Hier gibt's wieder so ein Bild. Lumos. Aha, bei einem Fernrohr. Okay. Alles klar, Pieps. Blaue Schlafmütze. Oh, eine Eule. Lumos. Du scheinst aber nicht ins Bild zu gehören. Müsste es ja jetzt gleich. Ja, da ist es. Hallöchen. Noch höher geht's hier aber offenbar nicht. Seite. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Okay, jetzt machen wir uns aber mal auf den Weg zum Unterricht. Ich muss meinen
Entdeckerdrang stillen. Gut, aber mit dem Unterricht machen wir am besten ja, aber wozu ist Wissen gut? Weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.